Ich glaube, es wurde heute schon ordentlich viel gedacht. Jetzt sind wir langsam im Endspurt und haben nochmal richtig hier was aufgefahren. Tolle Kompetenz hier heute neben mir. Ich bin sehr fröhlich und glücklich, dass ich das hier heute mit euch moderieren darf. Ich stelle euch mal ganz kurz vor. Wir haben hier heute Sabine König. Sabine, du bist Mitglied der Geschäftsleitung der Landesbausparkasse Hessen-Thüringen. Herzlich willkommen, toll, dass du da bist. Carsten Habert. Viele kennen ihn natürlich, wahrscheinlich alle von euch, natürlich durch YouTube und andere soziale Medien. Du bist der Energiesparkommissar, Autor, Influencer, Energieberater und heute Diskussionsteilnehmer. Herzlich willkommen. Hanna Decker, viele lesen deinen Namen, vielleicht täglich oder vielleicht auch wöchentlich oder über LinkedIn. Du bist Wirtschaftsredakteurin der FAZ. Auch ein herzliches Willkommen an dich. Janina Mütze, dich kennen auch viele, denke ich mal, vor allen Dingen durch den Namen, den du gegründet hast und wo du die Geschäftsführerin bist, CEO von C-Way. Viele, viele Umfragen finden den Weg unter anderem auch in die FAZ von euch oder auch über andere viele Online-Kanäle. Und dann zu guter Letzt Anne-Kathrin Murphy. Du bist Leiterin Klimaschutz und Nachhaltigkeit der Stadtwerke Tauberfranken und davor, das finde ich auch nochmal super interessant, warst du Klimaschutzmanagerin, soweit ich es erinnere, in Stade. Buxtehude, Entschuldigung, Stade, aber es ist fast in der Nähe, aber ich fand, Buxtehude bin ich neulich auch durchgefahren. Also herzlich willkommen auch an dieser Stelle. Wir machen das bei uns in der Firma immer so, wenn wir so zusammen sind und so Runden haben, dass wir eine kurze Check-in-Frage machen. Und ich habe mir auch eine überlegt, die ich euch stellen kann, um ein bisschen in Schwung zu kommen. Vor allen Dingen, weil danach das immer so ein bisschen sein wird, dass ich mit jedem von euch ein bisschen Zeit verbringe. Und dann, finde ich, sitzt man nicht immer so daneben und denkt, oh Gott, ich habe noch gar nichts gesagt. Also jetzt ist die Chance. Nämlich die Frage an euch, wann hat denn in der letzten Woche die Energiewende euch richtig Freude gemacht? So richtig, Carsten. Also jetzt kann ich überhaupt nicht festmachen an einem Punkt, weil ich bin im Moment bei so vielen coolen Projekten mit drin, dass ich sagen muss, es ist fast jeden Tag irgendwas dabei, wo ich denke, geile Nummer. Und da ist der schlafende Riese, über den wir vielleicht nachher noch drüber sprechen werden. Es sind KI-Energieberatungsthemen, die wir ansprechen. Also es sind ganz, ganz viele. Ich kann es nicht an einem Punkt festmachen. Ich wache morgens auf und freue mich. Das ist toll. Also wenn es einmal nicht so gut geht, dann rufe ich dich an das nächste Mal. Sehr gut. Janina. Ich finde die Frage erstmal super, weil ich als Demoskopin, also als Meinungsforscherin, hat man momentan die Herausforderung, dass viele Zahlen, auf die man so tagtäglich schaut, einen eher so ein bisschen ratlos und mit wenig Zuversicht zurücklassen. Die Stimmung war schon mal besser und da gucken wir bestimmt gleich noch mehr drauf, deswegen umso wichtiger, woraus zieht man Zuversicht, dass es um die Energiewende aus Blick der Bevölkerung nicht besonders gut, um sie nicht besonders gut steht, das wissen wir wahrscheinlich die meisten hier im Raum. Umso glücklicher hat es mich gemacht, dass eines der Unternehmen, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, was hier auch mit Logo vertreten ist, eine sehr spannende Kampagne vor kurzem gestartet hat, mit der ich glaube, sie eigentlich relativ erfolgreich sein werden. Dieses It's on Us, nicht von oben belehren und erklären, wie man es besser machen soll, sondern anpacken und zeigen, wo schon Veränderung da ist und wie Veränderung funktionieren kann im positiven Sinne. Also ohne, dass ich jetzt Werbung für ein Unternehmen explizit hier machen möchte, ich glaube, das ist eine Frage, die sich ganz viele Unternehmen stellen und mich macht es einfach glücklich, dass wir Best Practices finden, bei denen ich merke, dass sie bei den Menschen ankommen. Anna. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir Journalistinnen und Journalisten sind ja eher dafür bekannt, auch mal den Finger in die Wunde zu legen und gerne Kritik zu üben, auch in der Bundesregierung. Das Heizungsgesetz war da natürlich keine Ausnahme im vergangenen Jahr oder das Gebäudeenergiegesetz, wie es hieß. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, wir jammern sehr viel in Deutschland und so langsam, muss ich sagen, kann ich es auch nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Was ich sehr schön finde, worüber wir vielleicht auch zu selten reden, ist, dass wir jetzt endlich mal ins Machen kommen, was die Energiewende angeht. Wir haben jahrelang immer nur von Zielen geredet, von Klimaschutzzielen. Natürlich
Paris 2015 war dann Meilenstein. Danach mussten erstmal sozusagen die ganzen Ziele runtergebrochen werden, in Ziele formuliert werden, was den Bund angeht und was auch die EU angeht. Aber jetzt so langsam habe ich das Gefühl, wir fangen endlich an, diese Ziele auch mal mit Maßnahmen zu unterlegen. Und ich glaube, wir haben schon ein paar Meilensteine erzielt. Du hattest nach den guten Nachrichten gefragt. Was ich super finde, ist, der Erneuerbarenausbau läuft jetzt wirklich, nachdem es jahrelang irgendwie sehr schleppend voranging. Also Windkraft könnte noch ein bisschen besser laufen, aber insbesondere Solar hat wahnsinnige Fortschritte gemacht, was natürlich auch am Preisverfall liegt. Das läuft gut. Und was ich auch finde, ist, dass wir die Energiekrise ganz gut verkraftet haben. Wir haben alle unter sehr hohen Strompreisen gejammert, aber die sind jetzt wieder fast auf Vorkriegsniveau. Das war für mich auch eine sehr gute Nachricht. Danke. Sabine. Ja, mein Highlight letzte Woche war tatsächlich, wir hatten als Geschäftsleitung habe ich ja beauftragen wir Projekte, haben wir einen Lenkungsausschuss und gucken da regelmäßig rein, wie die denn laufen. Und ein Projekt läuft richtig gut, das ist die Energieberatungsvermittlung, die wir aufbauen als LBS-Gruppe. Und zwar ist die ein Baustein davon, dass wir versuchen, die gesamte Customer Journey oder Kundenreise mit Partnern zu unterstützen, um den Kunden einmal durchleiten zu können. Damit wir den Kunden eben nicht alleine lassen, weil wir ja gemerkt haben, dass das ein wesentliches Hemmnis ist, was die Leute halt davon abhält, überhaupt was zu machen. Und am Anfang, als wir die Idee hatten, gab es da irgendwie ganz viele kritische Stimmen mit irgendwie, das braucht keiner, wer fragt denn bloß eine Bank, das können die Kunden auch alleine, Energieberater haben eh keine Zeit, wer will denn mit euch kooperieren, also das Übliche. So haben wir gesagt, okay, wir probieren es aber trotzdem aus, weil wir haben da die Kunden im Beratungsgespräch sitzen. Die kommen zu uns, weil die mit uns finanziert haben, vielleicht sogar für eine Prolongation, für irgendwas, ja, und sitzen dann da, dann sprechen wir über Energieeffizienz und dann können wir den Kunden nicht einfach so wieder rausschicken, wenn wir ein Problem aufgemacht haben, sagen so, jetzt viel Spaß mit dem Problem, lieber Kunde. Ja? Da muss ich ihn ja irgendwie wohin übergeben in gute Hände, ja, damit es dann auch weitergeht. Und da haben wir gesagt, das probieren wir jetzt aus und das haben wir jetzt, den Rollout haben wir Ende April gestartet und das läuft richtig gut. Und wir sind völlig überrascht, wie hoch die Nachfrage ist. Und das heißt irgendwie, ich bin froh, dass wir auf die Bedenken nicht gehört haben und einfach mal angefangen haben. Ja, bei mir, ich arbeite bei einem Energieversorger, deswegen macht mir die Energiewende eigentlich jeden Tag Feuer. Was insbesondere letzte Woche schön war, war, dass ich unter anderem ja auch Kommunen berate und mich ein Bürgermeister angerufen hat und mir gleich mitgeteilt hat, wir hatten letzte Woche auch Kommunalwahlen in Baden-Württemberg, dass der neu konstituierte Gemeinderat gerne die Gemeinderatsklausur unter dem Motto Energie- und Klimaschutz durchführen möchte und konkret Maßnahmen für die Verwaltung und die Kommune erarbeiten möchte und dass ich den dann leiten soll. Und das war natürlich besonders schön, vor allem die Kommune ist in der Regel eher konservativer gestimmt und das hat mich natürlich besonders gefreut, dass unter diesem Motto eine gesamte Gemeinderatsklausur dann stattfinden soll und das ist für mich auf jeden Fall ein gutes Zeichen, weil auf der kommunalen Ebene, da kann man eben viel bewirken. Ja, danke schön. Das, was ich gerade schön fand zu sehen, dass wenn man darüber nachdenkt, wenn man über Erfolge oder was einem Freude macht spricht, dass die Haltung ganz anders wird. Ihr hattet alle ein Lächeln im Gesicht, ihr habt euch alle irgendwie ein bisschen dynamisch hingesetzt und das ist ja auch, es hat halt auch viel mit der Haltung zu tun, war letztendlich das, was ich sagen wollte. Janina, ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass du im vergangenen Jahr, da gab es ein Interview, da warst du zu Gast bei der Welt, Welt TV, und da hast du gesagt, dass ihr, das ist jetzt ein bisschen so ein Downer-Einstieg, aber dass ihr eine gewisse Klimaschutzmüdigkeit in euren Befragungen, in euren Analysen feststellt. Würdest du sagen, dass sich dieser Trend, das war im Dezember vergangenen Jahres, hat sich das fortgesetzt, hat das stagniert, ist das runtergegangen? Was sind da eure Beobachtungen?
Ich versuche jetzt mal positiv zu bleiben und mein erster Satz wird jetzt sein, nein, dieser Trend hat sich nicht dramatisch weiter verschlechtert, aber also wir sehen auch keine großen Veränderungen ins Positive gesprochen. Also wir sehen, dass wir, wir messen seit Jahren eine abnehmende Begeisterung für alles, was mit dem Thema Energiewende, Nachhaltigkeit zu tun hat. Also wir haben 2019 beispielsweise in unseren Langzeiterhebungen haben wir häufig noch Mehrheiten dafür gefunden an Menschen, die gesagt haben, Klimaschutz und Wirtschaftswachstum lässt sich vereinbaren. Das hat sich heute einmal komplett gedreht und eine Mehrheit der Befragten, eine Mehrheit der Deutschen würde das genau andersrum beantworten. Und genauso sieht das eben auch aus bei der Frage, wie förderlich ist die Energiewende für den Wirtschafts- und Industriestandort Deutschland. Also da sehen wir eine große, große kritische Haltung und ich glaube, über die Gründe können wir sehr lange diskutieren, um vielleicht ein paar Gründe rauszupicken, die nicht rein branchenspezifisch sind. Diese fehlende Zuversicht oder diese mangelnde Transformationsbereitschaft, die sehen wir gerade auf sehr, sehr vielen Themen. Also wir sehen einfach, dass die Zuversicht grundsätzlich im Land rückläufig ist. Das dominierende Gefühl in der Gesellschaft aktuell ist ein Gefühl von Unsicherheit und das Gefühl, man verliert hier irgendwie die Kontrolle. Und während noch kurz nach der ersten Corona-Pandemie 40% der Deutschen gesagt haben, sie würden sich als zuversichtlich bezeichnen, sind es heute noch knapp 25%. Und das ist schon ein Trend, den wir über mehrere Jahre beobachten und man merkt dann schon, im Sommer geht es uns allen ein bisschen besser, es gibt auch so ein bisschen Konjunktur, also es gibt auch so saisonale Verbesserungserscheinungen, aber grundsätzlich ist das eben rückläufig und ich glaube, das liegt auch an diesen Stapelkrisen, die halt rund um die Energiewende nebendran auch noch stattfinden. Also das, was wir gesehen haben von Langzeitfolgen an Pandemie, von Inflationssorgen, wir haben jetzt gerade kurz nach der Europawahl auch darüber gesprochen, dass gerade junge Menschen sehr klar sehen, dass es ihnen einmal nicht besser gehen wird als ihre Elterngeneration. Also dieses Leistungsversprechen unseres Staates, dessen, wie wir uns hier mal zusammengefunden haben, das scheinen viele Menschen nicht mehr zu spüren. Und ich glaube, das führt eben auch zu diesem kritischen Blick auf die Energiewende. Also jetzt mal von ganz oben drauf geschaut. Ich glaube, Branchenexpertinnen und Experten sitzen dann hier noch mehr am Tisch, die dann noch ein bisschen mehr an den einzelnen Stellschrauben im Konkreten sprechen können. Mich würde noch mal interessieren, also das, was du ja gerade sagst, also das würde ja schon fast ein bisschen dazu tendieren, wenn man das so weiß. Ja, okay, bestimmte Fragen stellt man dann lieber im Sommer, weil dann das Ergebnis ein besseres wird. Nein, aber noch mal jetzt so also ein bisschen Spaß beiseite. Ich habe mich noch mal gefragt, bei den Umfragen, vielleicht ist das total fachlich falsch, aber nehmen da eher Menschen dran teil, die auch unzufrieden sind, weil es ein Kanal ist, um die Unzufriedenheit auszudrücken und die optimistisch und fröhlich sind, das ist wie bei Bewertungen im Internet, also eher wenn man Frust hat, schreibt man halt was Schlechtes rein, aber was Gutes, das vergisst man zu sagen. Also es gibt, also wir kommen jetzt sehr tief in die Methodik rein und es gibt bei jeder Erhebungsmethode gibt es Gefahren von Verzerrungen, die entstehen können. Beispielsweise, weil einen ein Thema besonders interessiert, nimmt man da teil. Deshalb versucht man eben auch genau diesen Self-Opt-in, also diese eigene Bereitschaft, sich an Umfragen sich zu beteiligen, möglichst auszuschließen. Ich denke, das gelingt den Markt- und Meinungsforschern in Deutschland in Gänze sehr gut. Also wir sind jetzt ein reines Online-Institut. In Deutschland gibt es tendenziell immer Kritik an Online-Erhebungen. Kann man jetzt sagen, wenn man dem nicht vertraut, dann guckt man sich ja die Zahlen der Forschungsgruppe Wahlen mal an oder von Infratest DMAP, die vielleicht Mixed Mode machen, die Online und Telefon machen. Oder man schaut sich irgendwie große internationale Meinungsforscher an. Man wird feststellen, die Ergebnisse sind überall recht ähnlich. Was mich dann schon wieder dahin führt zu sagen, nee, ich glaube, wir haben unser Geschäft ganz gut im Griff, wir können, glaube ich, sauber messen und selbst wenn eine Verzerrung stattfinden würde, die jetzt nicht messbar wäre, nicht erklärbar wäre, dann würde ja trotzdem bleiben der Trend, den wir seit Jahren messen, dass es da eben eine sinkende Euphorie auf dem Thema Energiewende gibt und ich glaube, über den kann man jetzt, das ist sehr unstrittig, über den kann man, glaube ich, ganz offen sprechen. Es gibt ja auch viele, es sind ja hier auch viele Akteure, die selber auch Umfragen in Auftrag geben. Und du sagtest gerade so, Mensch, das, was ich daraus höre, es gibt vielleicht auch gewisse Begriffe, die sind etwas vielleicht auch verbrannt oder die führen gleich zu einer gewissen Assoziation.
Hättest du da Empfehlungen oder würdest du, okay, da könnte ein Einfallstor sein, wenn wir ein bisschen mehr in diese Begrifflichkeiten gehen, in diese Fragestellung? Ich kann ja Energieeffizienz meinen, aber was anderes sagen. Ja. Was würdest du uns da raten? Genau, also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist vom großen Energiewende, vom großen Narrativ, es wird alles anders, runterzukommen ins Kleine, ins Konkrete. Also wir sehen das auch bei Strukturprojekten, die wir vor Ort unterstützen, beispielsweise LEAG in der Lausitz, dass immer dann, wenn man es konkret macht und wenn man vor Ort oder in der konkreten Sache den Bezug zum Menschen herstellt, was verbessert sich eigentlich für dich konkret vor Ort, man eine ganz andere Bereitschaft findet, eine ganz andere Einstellung zu dem Veränderungsprozess, der vor einem liegt. Grundsätzlich ist es aber so, dass das Thema Energiewende vor allem mit höheren Kosten und höherer Unsicherheit verbunden ist. Und das ist, glaube ich, was, weswegen sich auch viele Energieunternehmen bei uns melden und mit uns versuchen zu verstehen, wie man dieses Narrativ eigentlich durchbrechen kann und welche neuen Narrative oder welche neuen Incentivierungen man da an der Stelle finden kann, die Menschen eher überzeugen. Ja? Weil ich glaube, diese Preissensibilisierung, die ist natürlich jetzt gerade eins der sehr akuten Themen. Ja, also ich denke, das wird sicherlich eine Fragestellung sein, die uns heute auch noch weiter in den Gesprächen beschäftigt, weil wir sind auf der Suche nach diesen Botschaften, wir sind auf der Suche nach diesen Aufhängern, die dazu führen, dass wir verschiedene Bevölkerungsgruppen erreichen können, und dann sind Zahlen natürlich immer ein schöner Einstieg, um auch Medien zu begeistern. Ja, das weiß ich noch aus meiner Arbeit früher in einer PR-Agentur, da wurden ständig Umfragen in Auftrag gegeben, damit man einen Grund hatte, eine Pressemitteilung zu schreiben. Es wird heute ein bisschen anders gemacht, aber Hanna, als Journalistin entscheidet ihr ja schon sehr stark auf, was kommt denn jetzt eigentlich in die Zeitung und was schreibe ich nicht, und gleichzeitig, also ist da diese Freiheit, ihr seid aber natürlich auch total abhängig mittlerweile von Klickzahlen, von Aufmerksamkeit, von Reichweite, dass das auch zusammenkommt. Und welche Themen kommen denn aktuell, jetzt vielleicht nicht immer in dem positiven Sinne, wie wir uns das wünschen, aber welche kommen denn bei euren Lesern und Leserinnen gerade an, wenn es um das Thema Energiewende geht? Was erzielt Aufmerksamkeit? Ja, also ich muss sagen, beim Thema Energiewende habe ich keine Probleme in unseren internen Redaktionskonferenzen da durchzudringen, weil das ganze Thema einfach auf wahnsinnig großes Interesse stößt. Wir messen das natürlich, sozusagen den Erfolg unserer Berichterstattung. Das ist zum einen die Reichweite, die du genannt hast, also wie viele Leute klicken tatsächlich auf unsere Texte, Desktop und mobil, aber natürlich nicht nur. Wir schauen auch sehr stark auf die Zahl der Abo-Abschlüsse, ne? Also wie viele Leute gehen sozusagen über die Texte da rein und entscheiden sich dann, wenn sie an die Paywall stoßen, Mensch, das Thema interessiert mich so wahnsinnig, dass ich dafür ein Abo abschließen will. Wir messen die Zahl der Leserkommentare, wir bekommen Leserbriefe und so weiter. Und beim Thema Energiepolitik ist das Bild sozusagen in all diesen Indikatoren sehr eindeutig. Die Leute interessieren sich wahnsinnig für Energiepolitik. Ich glaube, die sind sich zum einen natürlich der Bedeutung des Themas bewusst, einfach wie wichtig es ist, aber es polarisiert einfach sehr stark. Was wir sehen, was besonders gut läuft, sind natürlich die Themen, die nah an den Menschen dran sind. Das ist einmal das Thema Strompreise. Das war natürlich in den letzten ein, zwei Jahren ein sehr großes Thema bei uns. Heizungsgesetz habe ich genannt, jetzt ist die Förderung angelaufen. Da habe ich diese Woche nochmal ein großes Q&A gemacht. Was bedeutet das denn eigentlich für die Leute? Was müssen sie beachten? Sowas läuft gut. Bei ein bisschen abstrakteren Themen muss man halt versuchen, es sehr stark auf die Lebenswirklichkeit runterzubrechen. Also Emissionshandel 2 ist so ein Thema. Ich weiß nicht, ob es hier die ein oder anderen Experten im Raum geht. Da geht es ja darum, 2027 geht der nationale Emissionshandel in den europäischen ETS 2 über. Das ganze Thema ist wahnsinnig komplex, aber wenn man es dann runterbricht, was bedeutet das eigentlich für die Leute, dann interessiert das, gilt aber auch so für Themen wie Elektroautos, auch Themen, die vielleicht ein bisschen belächelt werden, so in der Community, Balkonkraftwerke, Lastenräder, all das stößt auf großes Interesse. Was ja erstmal positiv ist im Sinne Interesse, also wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen, wie polarisiert das dann an der Stelle ist, aber erstmal ist ein Kanal, dass man überhaupt gehört wird und gelesen wird, ja, also den wir auch nutzen können. Aber es war vor zwei Wochen, glaube ich, jetzt mittlerweile, war die Republika hier in Berlin, und und Christian Stöcker vom Spiegel hat dort gesagt in einem Panel, die Welt ist viel besser, als wir glauben. Und ich habe jetzt gleichzeitig auch so ein bisschen die Erfahrung manchmal aus dem Journalismus, only
only bad news are good news. Gelingt es auch bei dieser Reichweite mit positiven Themen durchzukommen? Oder sind es vor allen Dingen die polarisierenden, die zuspitzenden? Wenn ich die Schlagzeilen manchmal lese, sind die ja doch auch sehr, da steht dann was sehr polarisierendes und dann liest man den Artikel und das haut manchmal mit der Schlagzeile oben gar nicht. Also ich spreche jetzt nicht über die FAZ, sondern das ist mein allgemeiner Eindruck als natürlich. Medienkonsumentin. Wie gelingt es euch, mit positiven Themen denn durchzudringen? Ja, also ich würde sagen, es hängt gar nicht so sehr davon ab, sozusagen, ob es jetzt gute oder schlechte Nachrichten sind. Ich würde sagen, gute Nachrichten verkaufen sich in dem Sinne auch gut, wenn sie halt überraschend sind. Was sich natürlich nicht so gut klickt, ist, niemand will Nachrichten lesen, die total erwartbar sind. Ja, also Nachrichten müssen uns schon irgendwie, müssen was Neues bieten, deshalb heißen sie ja Nachrichten, oder irgendwie sozusagen eine überraschende Botschaft vermitteln. Ich glaube, wo es ein bisschen schwieriger ist, Aufmerksamkeit zu generieren, sind Themen, die, und dann sind wir wieder beim sozusagen großen Thema Klimaschutz, wo es ein bisschen schwieriger ist, Aufmerksamkeit zu generieren, sind dann so die ganz großen globalen Themen, ja, internationale Klimadiplomatie, UN-Klimakonferenzen. Das ist einfach sehr weit weg in der Lebenswirklichkeit. Ich habe vor ein paar Tagen im Interview mit Mojib Latif gehört, diesem Klimaforscher, der hat mit dem Deutschlandfunk gesprochen, der sagte, naja, die Menschen ticken halt so, unser Gehirn downgradet die Zukunft, ja, also wir sprechen über das Klima, das sind aber Auswirkungen, die auf der ganzen Welt passieren könnten und ich soll da meinen kleinen Teil dazu beitragen und sehe vielleicht die Auswirkungen gar nicht unmittelbar und es ist einfach sehr, sehr schwierig, sozusagen den Menschen klarzumachen, das hat natürlich was mit jedem von uns zu tun. Ich glaube, da bin ich bei dem Punkt, den du vorhin angesprochen hast, Janina, mit dem konkret machen, ja, also dann ist es vielleicht auch die Aufgabe von Medien zu sagen, okay, das ist sozusagen die ganz große globale Botschaft, aber was hat das eigentlich vor Ort mit mir zu tun, was hat das mit meiner persönlichen Energiewende zu tun, aber auch was hat die Klimakrise zu tun mit Ereignissen, die zum Beispiel gerade in Süddeutschland passiert sind, im Ahrtal passiert sind und so weiter und dann glaube ich, erreicht man die Menschen auch damit. Wir beschäftigen uns, also wenn ich wir sage, dann betrifft das meine anderen Funktionen. Als Vorstandsmitglied der DENEF bin ich bei CO2 Online. Wir sprechen mit ganz vielen Bürger und Bürgerinnen und haben da eine gewisse Community, die auch offen ist, die mit uns redet, die erreichbar ist. So stelle ich mir einen FAZ-Leser oder eine Leserin auch vor, dass die bereit sind, einen Diskurs zu führen, dass es dort durchaus Argumente auch gibt, die hin und her diskutiert werden. Aber dass da ein grundsätzliches Vertrauen auch ist, was in der FAZ steht. So. Wir haben aber mittlerweile ja dann zunehmend Bevölkerungsgruppen, die sich von diesen Medien auch abwenden. Also das, finde ich, spielt jetzt keine Rolle, also ob es eine Taz ist oder ein FAZ oder Spiegel die greifen auf alternative Medien, sogenannte alternative Medien zurück oder irgendwelche YouTube-Kanäle, natürlich nicht dein YouTube-Kanal, sondern andere. Und es wird immer schwieriger, überhaupt einen Kanal zu denen zu bekommen. Und Wie geht ihr denn damit um oder wie tritt man jemandem entgegen, der die Klimakrise vielleicht leugnet, der etablierte Medien als Lügenpresse bezeichnet? Da ist ja eine graue Gruppe dazwischen, die sind ja nicht alle extrem, aber es sind welche, die sich mehr und mehr abwenden. Wie geht ihr auf die zu? Oder können wir da was von euch lernen? Bei uns betrifft das ja in unserer, also nicht nur mich, sondern alle, die hier sitzen in der täglichen Kommunikation genauso. Ja. Ja, das ist natürlich eine 1-Million-Dollar-Frage. Ja, ja, also, deswegen stelle ich sie jetzt und hier. Wenn ich eine Antwort darauf hätte, dann könnte ich, glaube ich, eine kräftige Gehaltserhöhung durchsetzen. Gleichzeitig, glaube ich, sind es vielleicht zwei Fragen. Ja? Die eine ist sozusagen, wie erreichen wir als sozusagen etablierte Medien noch die Leute, die du gerade beschrieben hast, und das andere ist irgendwie, wie können wir Menschen wieder mehr für Klimaschutz motivieren. Ich glaube, der erste Teil der Antwort bezieht sich auch auf soziale Medien zum Beispiel. Wir sind irgendwie seit kurzem auf TikTok, was für die FAZ ja ein Meilenstein war. Ich glaube, wir müssen auch
dahingehend, vielleicht auch was, wo sozusagen die Energieeffizienzbranche auftreten könnte, aber da hören wir sicherlich gleich vom Energiesparkommissar zu dem Thema auch noch Sachen, wie kann man eigentlich sozusagen Leute in den sozialen Medien mit technischen Fragen erreichen. Und das andere ist, wie können wir Menschen zu Klimaschutz motivieren? Ich glaube, es hilft, wenn Klimaschutz Spaß macht. Also ich weiß, es wird belächelt, aber dieses Balkonkraftwerk-Thema interessiert wahnsinnig viele Leute. Ja, wir haben da wahnsinnig viele Klicks drauf gesehen. Das sind immer nur ein oder zwei Module, aber die Leute sozusagen haben das in ihrer konkreten Lebenswirklichkeit. Das macht denen Spaß. Die können sich da dieses Ding an ihren Balkon flanschen. Die sehen unmittelbaren Ertrag. Die alten Stromzähler laufen sogar noch rückwärts. Das ist wahnsinnig einfach. Man muss es irgendwie ins Marktstammdatenregister eintragen. Das dauert 10 Minuten, fertig. So, das hilft. Und was natürlich auch hilft, dass ein Seitenaspekt dabei ist, wenn Menschen davon finanziell profitieren. Ja, also wir sehen, dass sich viele Leute auch schon große Solaranlagen auf die Dächer gesetzt haben. Selbst in konservativsten Regionen, in ländlichen Regionen pflanzen Landwirte ihre Scheunen mit PV-Anlagen voll, auch wenn sie gar nicht was sozusagen groß mit dem Thema Klimaschutz zu tun haben, aber einfach, weil sie finanziell davon profitieren. Das andere Thema, was, glaube ich, auch gut funktioniert hat und immer noch funktioniert, ist die finanzielle Beteiligung an Windparks. Ne? Also sozusagen die Anwohner können sich daran beteiligen, über Genossenschaften zum Beispiel. Ich glaube, das sind so Modelle und genau, was wir Medien wahrscheinlich leisten müssen, ist Aufklärung. Ja? Also sozusagen auch zum Thema Kosten. Ne? Und es gibt ganz viele Studien, die sagen, Klimaanpassung ist eigentlich langfristig viel teurer als sozusagen wirksamer Klimaschutz. Mhm. Das müssten wir vielleicht noch stärker vermitteln. Jemand hier von uns, der ja sehr, sehr gut die Menschen erreicht, sitzt hier an meiner rechten Seite. Wir haben bei CO2 Online, stellen wir unseren Newsletter-Abonnenten immer mal die Frage so, wem vertraut ihr denn oder wen lest ihr und wo geht ihr denn hin? Und dein Name fällt da ständig, Carsten Herbert. Also wir sind da so ein bisschen, also ich bin so ein bisschen Fangirl. Ich oute mich da jetzt an der Stelle und ich bin echt tief davon beeindruckt, dass du es geschafft hast, mit deinem YouTube-Kanal 100.000 Abonnenten zu gewinnen. Also das ist gigantisch, finde ich. Das ist eine richtig, richtig hohe Zahl und ich kenne niemanden, der es so geschafft hat. Deswegen die Frage, wie hast du das gemacht, dass die Menschen dir vertrauen? Also das ist auch ein Begriff, den ich immer von dir lese, so als Lösung für das ganze Thema. Es geht um Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Wie schaffst du das? Also vielleicht zunächst mal nochmal ganz grundsätzlich zu dem Thema Vertrauen. Warum ist Vertrauen in der Energieberatung so unglaublich wichtig? Warum ist es das zentrale Element, was wir brauchen, dass es funktionieren kann, Menschen zu Investitionen zu bewegen? Wir müssen uns vorstellen, immer dann, wenn jemand an seinem Haus, an seiner Immobilie oder an der Anlagentechnik etwas macht, dann sind das Kosten, die da oftmals in Verbindung stehen mit diesen Maßnahmen, die sind so hoch, Geld zu umnehmen, die einmal vielleicht in ihrem ganzen Leben in die Hand. Und dieses Geld geben die nicht leichtfertig aus. Das heißt, bevor die das Geld ausgeben, brauchen die in irgendeiner Form eine Sicherheit, dass das, was sie damit kaufen oder wofür sie investieren, dass das auch einen Wert hat. Und wenn ich es nicht schaffe, plausibel zu erklären, warum es einen Wert hat, was die mit dem Geld anstellen, dann werden die nicht investieren. Und zwar egal, ob die Idee, die ich vermittelt habe in meiner Energieberatung, noch so gut war. Ich kann die besten Ideen haben, ich kann die innovativsten Ideen vermitteln. Wenn ich es nicht schaffe, dass mein Gegenüber sagt, das, was der mir da gerade erzählt hat, das klingt handfest, das kann ich nachvollziehen, das kann ich verstehen und es ist geeignet für mich, um eine Entscheidung zu treffen. Wenn mir das nicht gelingt, werde ich keine Investitionen generieren. Also das heißt, das Vertrauen ist das zentrale Element. So, und warum es gelingt, ja gut, das ist halt jetzt ein bisschen schwierig. Ich habe immer gemerkt, dass es bei mir in der Energieberatung so im 1:1 Gespräch mit meinen Kunden gut gelungen ist. Das hat immer sehr gut funktioniert. Ich hatte immer das Gefühl, ich konnte zu den Menschen connecten, ich konnte mich auf deren Ebene einlassen. Also das ist sehr wichtig, dass man sich auf die Ebene von Menschen einlässt. Das heißt, Menschenkenntnis spielt ganz sicher eine Rolle. Jetzt war es aber so, dass dann irgendwann mal kam Corona und wir mussten dann weg von diesem Küchengespräch oder Wohnzimmergespräch und haben das dann verlegt in eine Videokonferenz.
Und da war dann überraschend, dass das genauso gut funktioniert hat. Also dieses Vertrauen und dieses Connecten, das hat über Videokonferenzen genauso gut funktioniert. Es gab keinerlei Qualitätseinbußen. Und dann kam gleichzeitig auch mit Corona ja noch die Idee hinzu, mein Wissen auch über YouTube zu teilen, weil damals haben viele Beratungsstandorte zugemacht und es war ein bisschen Zeit übrig. Das war dann so der Auslöser, dass ich das dann begonnen habe. Und dann habe ich die ersten Filme gemacht und habe gemerkt, oh, es funktioniert sogar dann, wenn die Menschen gar nicht bei mir sind, sondern die sehen mich nur über den Bildschirm. Und das ist jetzt natürlich jetzt irgendwie nochmal eine andere Qualität, weil ich kann ja dann gar nicht auf die Menschen eingehen. Aber scheinbar ist die Art und Weise der Kommunikation, wenn man versucht, es so zu verpacken, dass man jeden in irgendeiner Form abholt, weil wir haben ja ganz verschiedene Menschen aus verschiedenen Lebenssituationen. Wenn man für jeden irgendwie so ein bisschen was dabei hat und für jeden irgendwie eine Lösung aufzeigt und nicht nur, ich sag mal, für die, die jetzt als junge Familie loslegen und das Haus komplett umkrempeln, sondern auch für die, die vielleicht im letzten Lebensviertel angekommen sind, verringertes Haushaltseinkommen durch Renteneintritt und so. Wenn man die alle so ein bisschen versucht zu berücksichtigen in dem, wie man Inhalte verpackt, und dann schafft man Vertrauen, glaube ich. Das kann gelingen. Und der zweite Grund ist, ich verkaufe nichts über den Kanal. Also der Kanal ist komplett unabhängig, es gibt keinen Finanzierer, ich finanziere das alles komplett aus eigener Tasche, und das, der Effekt, der dadurch erzielt worden ist, ich kann ab und zu mal teure Vorträge verkaufen. Ja. Und somit kann ich das dann quasi refinanzieren. Aber Carsten, kannst du nochmal sagen, so rückblickend, Corona, das ist, uns kommt das schon lang vor, das ist noch gar nicht so lange her, wenn man jetzt auch auf diese Abonnentenzahl schaut, in welcher kurzen Zeit dir das gelungen ist, so eine Reichweite aufzubauen. Ist das so kontinuierlich gewachsen oder gab es mal so, wo du dachtest, okay, da hat sich das verselbstständigt? Ja, es gibt immer Themen, die verfangen mehr. Und ganz eindeutig ist das technische Themen, also quasi TGA, technische Gebäudeausrüstung, Anlagentechnik, Lüftung, Heizung, Wärmepumpen, dass die mehr verfangen als Themen, die sich um die Gebäudehülle drehen. Aber für mich gehört zum guten und funktionierenden Gesamtpaket eben alles dazu, und ich schaue da nicht auf die Zahlen, das ist mir ziemlich egal, sondern ich habe das Ziel, dass am Ende irgendwie, man kann bei mir auf den Kanal schauen und kann quasi sich wie aus so einem Baukasten seine Themen rausholen, die einen gerade interessieren. Und, aber was ganz klar ist oder was eindeutig war, die Themen zur Wärmepumpe, meine ersten Wärmepumpenthemen und Photovoltaik und Stromspeicher, das waren so die Booster-Themen, wo es dann ganz schnell nach oben ging. Ja, das denkt sich auch ein bisschen mit den Erfahrungen, die wir in unserer Arbeit machen. Und es ist ja dann auch immer die Gefahr, man exponiert sich da, man ist da öffentlich, man ist bei YouTube, da sind alle möglichen Leute, die da auch so abhängen. Und es könnte ja auch passieren, dass da jetzt komisch kommentiert wird oder irgendwelche Mythen verbreitet werden. Ich hatte ein bisschen mal geguckt, mir ist so nicht so schnell was aufgefallen, aber vielleicht sagst du noch mal was dazu. Also da wird ja auch diskutiert, ja. Auf welchem Niveau wird denn da diskutiert? Also zunächst mal sind die Rückmeldungen, wenn du reingeschaut hast, sehr, sehr gut. Yeah. Also es ist hochmotivierend auch, um das Ganze weiterzumachen. Und es kommen aber auch ab und zu mal sehr kritische Sachen oder auch Dinge, die sind nicht in Ordnung. Und ich habe ganz klare Regeln auch in den Bedingungen eingestellt für meinen Kanal, in denen es heißt, also man darf politische Sachen, will ich nicht hören, ja? Die werden gelöscht. Es darf niemand beleidigt werden. Es ist egal, ob ich das bin oder irgendjemand anderes. Sofort, wenn jemand beleidigend ist, kommt es raus. Dann habe ich manchmal so Mischformen bei den Kommentaren. Da ist das eigentlich ein guter Kommentar, aber irgendwie wird dann doch jemand beleidigt. Dann gebe ich so eine Rückmeldung, hier nimm das eine Wort raus und dann darf es bleiben. Ne? Also du hast die gut im Griff, wenn du da sie machen hast. Ich hoffe einigermaßen, ja. Und hast du denn, also auch hier in den Gesprächen, also dass wir merken schon so ein bisschen, dass die Stimmung so ein bisschen hitziger wird und auch die Gespräche teilweise mit, da wird die Wärmepumpe als grüner Quatsch irgendwie beschimpft oder so, also es ist so ein bisschen so eine Aufgebrachtheit. Hast du auch den Eindruck in deinen Beratungsgesprächen, die du ja auch weiterhin führst, und wie begegnest du denen? Also wenn da Leute so schon mit so einer, sprechen wir vielleicht auch gleich nochmal drüber, wenn das auch in anderen Gesprächssituationen ist, wo schon jemand so ein bisschen aufgehitzt ist, vielleicht auch in bestimmten Bundesländern. Wie gehst du damit um?
Na ja, gut, zunächst mal sind... Oder die, ist es so? Also ist es überhaupt so? Da sind wir jetzt quasi wie bei der Meinungsforschung. Mhm. Ja, das ist ja eine bestimmte Gruppe, die zu mir kommt. Das kommen ja nicht die, die sagen, ich glaube an den ganzen Quatsch nicht. Ne? Also das sind ja erstmal Menschen, die sagen, okay, ich erhoffe mir aus dem Gespräch mit dem Carsten Herbert in irgendeiner Form eine Idee oder Entscheidungsgrundlagen, um eine gute Entscheidung für mein Gebäude zu treffen. Das heißt, ich habe nicht diejenigen, die dem Thema komplett konträr gegenüberstehen. Und natürlich gibt es oftmals in Gesprächen aber Vorbehalte gegenüber der einen oder anderen Technik. Also da ist, kann man ganz oft merken, so, wir wollen alles ökologisch machen. Also Polystyrol kommt mir nicht auf die Außenwand oder sowas. Oder oh, Lüftungsanlagen, oh Gott, Zwangslüftung. Ich mag keine Zwangslüftung haben. Mhm. Also dann muss man darüber reden, muss gucken, wo kommt es her, ist das begründet oder ist das ein persönlicher Wunsch, und dann wird darauf reagiert und dann findet man am Ende gemeinsam eine Lösung, die passt. Und das muss ja, das kann mit Polystyrol oder ohne sein, oder das kann mit Lüftungsanlage oder ohne sein. Also man findet da meistens etwas, was für die Leute dann auch annehmbar ist und entschieden werden kann. Wir haben das ja heute schon diverse Male gehört. Es gibt 16 Millionen unter anderem 16 Millionen Ein- bis Zweifamilienhäuser. Das sind ja auch jetzt gerade die Zielgruppe, über die wir auch bei deinen Zuschauern und bei den Beratungskunden sprechen. Also wir sprechen jetzt gerade nicht über die gewerblichen Immobilien und so weiter. Ich denke dann immer so, okay, es gibt jetzt einen Carsten Herbert, der erreicht so viele. Wenn wir die Sanierungsquote sehen, Tiefe und Geschwindigkeit, müssten wir dich eigentlich klonen oder digitalisieren. Hast du eigene Skalierungsideen? Weil deine Zeit ist ja begrenzt, also ein Tag hat 24 Stunden. Also ich habe irgendwann mal ganz am Anfang, als ich mit YouTube angefangen habe und habe so gemerkt, oh krass, da kommen so richtig viele Leute zusammen, dann habe ich mal gedacht, man muss mal gegenüberstellen zu dem, was passiert wäre, wenn ich so weiter gemacht hätte wie die letzten Jahre. Ne? Und dann habe ich mal ausgerechnet, okay, wie viele Jahre bleiben dir noch als Energieberater, wenn du jede Woche 7 Beratungen machst, was Wahnsinn wäre. Also ich habe noch nie 7 pro Woche geschafft. Ich glaube, ich bin irgendwie so bis zu meinem Berufsende auf 5.000 Beratungen gekommen. Mhm. Und die passieren ja jetzt quasi täglich. Also von daher über den YouTube-Kanal alleine habe ich diese Skalierung ja schon geschafft und es ist ja auch immer noch ein wachsendes Ding, also es ist ja nicht stehen geblieben, also es geht noch weiter und dann kommen andere Medien hinzu, nicht alle meine Kunden und Kundinnen schauen auf YouTube rein, manche lesen vielleicht lieber, es gibt also auch 2 Bücher und das nächste Thema ist jetzt zum Beispiel der schlafende Riese, ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir versuchen zu skalieren. Heizungen laufen nicht optimiert. Die Heizkurveneinstellung ist etwas, was normalerweise fehlt, also in deutlich über 70% der Haushalte. Und wir versuchen bundesweit diese Haushalte mit Informationen auszustatten, um das zu tun, mit einer Gruppe, freiwilligen Gruppe, die ich gegründet habe. Also auch da skalieren wir. Und das Nächste, was jetzt noch passiert, das wird jetzt demnächst das Wärmepumpen-Wissensportal sein, ein sehr, sehr umfangreiches Wissensportal zum Thema Wärmepumpen, um Menschen über die Wärmepumpen umfassend zu informieren und gleichzeitig auch Hilfestellungen zu geben, herauszufinden, ob das eigene Haus geeignet ist oder nicht. Also Wärmepumpeneignung wird da geprüft. Und dann gibt es demnächst, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, das Thema KI-Energieberatung, also dass man nicht unbedingt diese Hürde gehen muss, EnergieberaterInnen zu beauftragen, Geld auszugeben, weil wir haben eine nennenswerte Personengruppe, die haben auch Bedarf nach guten Informationen, die haben aber nicht das nötige Kleingeld. Mhm. Und die brauchen wir irgendwie auch, ne? Die müssen wir auch erreichen und da brauchen wir die Digitalisierung, die wir da demnächst auch eine große Rolle spielen. Das sind wir im Moment an den ersten Projekten. Also ich höre hier Lösungen über Lösungen für unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Kontaktpunkte. Und Kontaktpunkte ist vielleicht eine ganz schöne Überleitung, Sabine, zu dir. Als Finanzinstitut seid ihr ein extrem wichtiger Kontaktpunkt für Menschen, die sich entschieden haben oder vielleicht vor der Entscheidung stehen, das Haus zu modernisieren oder vielleicht eine neue Immobilie zu erwerben, wo der energetische Zustand auch eine Rolle spielt. Und gleichzeitig, das ist jetzt so ein bisschen so eine bisschen halbe Überleitung zu was ganz, ganz Aktuellem, nämlich der Europawahl, wo gefragt worden ist, welche Themen bewegt die Bevölkerung. Ja, da haben wir auf Platz 1 ist das Thema Sicherheit und Verteidigung. Klimaschutz ist nur auf Platz 5 gelandet. Das sah auch schon mal anders aus. Auf welchem Platz steht es denn bei euch in eurem Unternehmen? Also bei uns im Unternehmen
Also wir haben ja zwei Dinge, wo wir drauf gucken. Also wir müssen uns natürlich um unsere eigene Energieeffizienz kümmern. Da sind wir als LBS Hessen Thüringen Teil der Helaba. Da steht das ganz oben auf der, also bei unserem CEO steht das ganz oben auf der Agenda. Da passiert richtig viel intern. So, wir als Bausparkasse gucken aber natürlich eben auf den Markt. Und wir machen ja 100% Immobilienfinanzierung oder wohnwirtschaftliche Finanzierung, steht so im Bausparkassengesetz. Wir dürfen gar nichts anderes. So, also finanzieren wir entweder Baukauf oder Modernisierung, Sanierung. Ne? Das ist also sehr eingegrenzt, was wir überhaupt tun dürfen. Das bedeutet dabei im Umkehrschluss, alle von unseren Kunden haben diesen Bedarf. Also außer die, die jetzt gerade ein Null-Energie-Haus gekauft haben, ja, oder gebaut haben. Ne? Aber alle anderen, die haben irgendwie Bedarf. Und das gibt uns zum einen die Möglichkeit, wenn wir die jetzt irgendwie mitnehmen und denen Angebote machen, wirklich was Gutes zu tun. Zum anderen ist es aber natürlich auch, jetzt ist halt also mit der Zinswende ist natürlich die Finanzierung von Bau und Kauf eingebrochen. Was überhaupt nicht eingebrochen ist bei uns, ist eben Modernisierung, Sanierung. Was gerade richtig boomt, sind die Bauspardarlehen. Also ich weiß nicht, wie die Leute hier im Saal wissen, wie Bausparen funktioniert. Man spart 7-8 Jahre an, stellt quasi das Spargeld dem Kollektiv zur Verfügung, also der Gemeinschaft der Bausparer, und bekommt aus diesem Topf dann danach das Geld für ein zinsgünstiges Darlehen, wo die Zinssätze jetzt irgendwie so zwischen plakativ 0,99 und irgendwie 2,5 oder so liegen, also jetzt deutlich unter dem, was man jetzt so für einen Kleinkredit woanders zahlen würde. So, und da haben wir natürlich jetzt einfach einen Riesenbedarf, ja, und können da auch Kundennutzen stiften, und das ja, wird auch abgerufen von den Kunden. Ne? Und das heißt, magst du ein bisschen was sagen? Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, so die Angebote, die ihr dort anbietet. Magst du uns da ein bisschen mehr erzählen? Was sind denn was ist das Konkrete, wie ihr damit auftretet, wie ihr das in euer Marketing reinnimmt? Vielleicht gibt es bestimmte, nochmal für bestimmte Zielgruppe, Angebote, die ihr jetzt aufgelegt habt. Wo steht ihr da gerade? Ja, also wir haben uns eben diese Kundenreise angeschaut. Zunächst auch für die Ein- und Zwei-Familienhausbesitzer, also die Entscheidung alleine treffen können. Also Wohnungseigentumsgemeinschaften, da haben wir hier mit der DENEF auch Kontakt dazu, ja, das ist aber ein dickeres Brett. Also es ist nicht so, dass wir das aus dem Fokus nehmen, aber das geht nicht so schnell. Deswegen fangen wir mit den anderen an. Und da haben wir eben geschaut, so wie kann man da vorgehen, und haben festgestellt, so als erstes müssen wir tatsächlich, wir verkaufen über unseren Außendienst und über die Sparkassen. Wir müssen als erstes die Berater erreichen, die da mit den Kunden tatsächlich sprechen. Pi mal Daumen, hinter jedem Berater stecken etwa 1000 Kunden, die der betreut. Wenn ich jetzt es schaffe, die Beraterin, den Berater zu einem Befürworter der energetischen Sanierung zu machen, dann multipliziert er das 1000-mal. Ja, das heißt, wenn ich 1000 Berater gewinne, gewinne ich 1 Million Kunden. Ja, also es ist jetzt sehr plakativ, ne? Natürlich gewinnt er nicht alle. Und deswegen haben wir angefangen, eben Berater zu schulen. Und das hat jetzt tatsächlich 1,5-2 Jahre gedauert, bis wir es geschafft haben, da das Mindset hinzukriegen. Ja, also dass die jetzt sagen, als ich angefangen habe, ich bin jetzt seit 3 Jahren in der Geschäftsleitung. Ich habe mich vorher schon mit dem Thema beschäftigt, ich finde es persönlich wichtig. Ja, also bin ich so dann auch in der Firma aufgetreten. Am Anfang haben die mich alle angeguckt mit, oh ja, es kommt da irgendwie die Frau mit ihrem Gutmenschen-Thema. Ja? Und bis ich das dann irgendwie geschafft habe, in die Firma zu kriegen, so es geht um Marktpotenziale, es geht um unser Geschäft der Zukunft, es geht um Kundennutzen, Kundennutzen stiftet Empfehlungsbereitschaft und so weiter, ja. Es geht hier irgendwie nicht um Gutmenschentum, sondern es geht hier um unser Geschäft. So, das hat jetzt verfangen, und dann haben wir eben die Berater geschult. Wir haben Kampagnen gestrickt, dass man jetzt irgendwie gut selektieren kann im Kundenbestand, mit wem sollte man denn irgendwie sprechen.
Wir haben unser Portfolio bewertet mit Scandata, die waren ja heute auch schon hier, um da eben zu schauen, so wie sieht es denn eigentlich aus, ne? Welche Immobilien von unseren Kunden sind, müsste man mal anfassen. Wir haben als LBS-Gruppe seit Ewigkeiten schon eine Kooperation mit Burda, da geben wir zusammen die Zeitung Das Haus raus, die hat ja auch eine Online-Seite, haus.de. Darüber können wir quasi niedrigschwellig Informationen zu dem Thema ins Publikum bringen. So, und das Ganze wirkt dann eben zusammen und dann kommt jetzt eben als weiterer Baustein das Thema Energieberatervermittlung dazu. Da kooperieren wir auch wieder mit den beiden großen Energieberaternetzwerken, die es da gibt, oder Verbänden. Und so bauen wir jetzt mit Partnern ja, immer mehr aus, damit wir die Kunden immer besser mitnehmen können. Und würdest du sagen, dass ihr da schon, dass ihr da jetzt auch schon genug Tempo auf der Schiene habt, dass es richtig losgeht? Oder was wären jetzt noch so Punkte, also nicht, wir nennen jetzt keine Probleme, aber so um so ein Gefühl dazu bekommen. Wie weit ist die Umsetzung und die Dynamik? Also es ist ja immer so ein bisschen wie so ein Lawineneffekt, ne? Also man fängt so klein an und dann irgendwann fängt es dann an, exponentiell zu wachsen. Und ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo so langsam das Wachstum losgehen kann. Mhm. Und gibt es noch weitere Komponenten, die im Plan sind? Ich gucke da gerade mal ein bisschen irritiert hin, weil da ein Stopp steht. Geht das Stopp-Ding für mich? Weil ich habe bis 16.45 Uhr. Ach so, alles klar, okay, gut, okay, alles klar. Gut, wir machen noch ein ganz bisschen Tick länger, aber ich war gerade, dachte ich so, Gottes Willen, habe ich das jetzt hier falsch gelesen, jetzt habe ich alles falsch gemacht. Also gut, ich war gerade eben etwas abgelenkt, Entschuldigung. Und ich habe noch mal eine Frage, weil das so ein bisschen, ihr seid ja auch im direkten Kundenkontakt, wie ist die Stimmung bei euren Kunden? Also wenn ihr da, also welche Argumente verfangen denn da gerade oder wo, du sagst, grundsätzlich ist ja schon eine Offenheit da, das ist ja schon eine Auswahl. Das sind nicht alle Bürger, sondern es ist schon sehr spitz eine Zielgruppe. Mhm. Aber wo sind die auch da die Einfallstore? Wie sind die gerade so drauf? Also ich glaube, es ist verfangen kann ganz viel. Man muss halt schauen, was ist so der Trigger von dem Menschen, der da jetzt gerade sitzt. Ne? Mhm. Wir machen ja auch viele Umfragen, ja, so in der LBS. So, und da haben wir einmal auch geschaut, so, was ist denn so der Treiber? So, und dann finden wir irgendwie gewissen kleineren Prozentsatz von Altruisten, ja, die wollen was fürs Klima tun und irgendwie die Ressourcen der Welt für die Nachwelt erhalten. So, die kommen von selbst, ne? Das ist relativ einfach. So, dann haben wir Leute, die haben mit Klimaschutz wenig am Hut, aber die haben so dieses sehr, sehr starke Sicherheitsautarkiebedürfnis. Die kann ich natürlich nicht mit Schütze das Klima ansprechen, sondern da kann ich sagen, so, zeig's all denen da oben, denen du eh nicht vertraust, indem du hier unabhängig wirst. Ne? Mach deine Energie halt selbst. Und das verfängt dann plötzlich. Das heißt, ich glaube, es geht einfach darum, dass wir eine viel größere Bandbreite in der Kommunikation hinkriegen. Und die größte Gruppe aus meiner Erfahrung, das sind halt die einfach das machen, was sich rechnet. Mhm. So, und für die brauche ich halt eine gute Beratung. Mhm. Das waren ja jetzt so viele Beispiele, so die ihr als Akteur ja auch völlig eigenständig gestalten könnt. Ne? Also ihr könnt sagen, so da legen wir jetzt los, wir überlegen uns, wie wir diese Zielgruppe ansprechen. Das ist nochmal eine ganz schöne Überleitung an Katrin in deine Richtung. Das finde ich auch spannend, was du da aus deinem Erfahrungswert und deiner jetzigen Rolle mitgebracht hast. Du warst Klimaschutzmanagerin, bist jetzt bei den Stadtwerken in Tauberfranken. Und mich würde da noch mal interessieren, das, was du da täglich machst, hast viel mit der Kooperation zwischen Kommune und Stadtwerk auch zu tun. Was läuft denn da bei euch schon richtig gut, dass ihr die Energiewende vor Ort voranbringt? Also das Erste, was tatsächlich stimmen muss, und da ist oftmals ein Defizit, das ist, dass die Kommune ein Klimaschutzziel verabschiedet, politisch meistens motiviert, klimaneutral bis 2030, und der Energieversorger ist da gar nicht mit im Boot. Und das ist sowas, was bei uns auf jeden Fall gut läuft. Wir sind im engen Austausch mit unserer Kommune. Ich aus meiner Erfahrung aus Buxtehude, ich habe 6 Jahre in der Verwaltung gearbeitet,
ich habe die Aufgabe, die Kommunen bei uns im Kreis und in der Region zu beraten. Also die können mich buchen, das wird auch gefördert. Und das nehmen die Kommunen auch wirklich in Anspruch. Und im Rahmen meiner Beratung bin ich dann auch vor Ort und dann schaue ich mir natürlich die Verwaltungsstrukturen an. Und in diesem Zuge ist das Thema Energieverbrauch eines der Themen, wo ich tatsächlich immer noch erschrecke, wenn ich sehe, wie viel Kosten da tatsächlich auch verursacht werden. Meisten Haushalte sind auch nicht so gut aufgestellt, dass man sich es eigentlich leisten können. Aber die Kommunen gehen da einfach nicht dran. Und ich habe versucht, so ein bisschen rauszufinden, woran liegt denn das? Gerade von der Leichenhalle über Schwimmbad bis hin zur Schule, das sind ja wahnsinnig viele Gebäude. Unsere Kommune hat zum Beispiel ja, 24.000 Einwohner, ungefähr 150 Liegenschaften. Und die haben einen wahnsinnig hohen Energieverbrauch. Und meine Aufgabe, oder ich habe mir es zur Aufgabe gemacht, im Rahmen der Beratung eben das Thema Energiemanagement auch nochmal zu forcieren. Und das ist tatsächlich auch ein super Thema, um zum einen die Leute aus dem Hochbau zu akquirieren, unseren Kämmerer noch mit reinzubringen. Selbst der Oberbürgermeister springt da auf und natürlich auch der Gemeinderat, weil wir sind eine ländlich geprägte Region. Wir müssen auch mit den Finanzen punkten. Und wenn ich im Schnitt 15-20% Energiekosten senken kann, dann sagt da kein Gemeinderat, nee, brauchen wir nicht, machen wir nicht. Und wir haben in Baden-Württemberg die Situation, wir haben das Klimaschutz- und Klimaanpassungsgesetz und der Paragraph 18, der gibt den Kommunen eine verpflichtende Energieverbrauchserfassung vor. Das heißt, alle Kommunen müssen Stichtag dem Regierungspräsidium eine Liste mit ihren Liegenschaften und den entsprechenden Energieverbräuchen übermitteln. Zuerst mal haben sich alle gesträubt, na, bürokratischer Aufwand, aber das war tatsächlich aus meiner Sicht mal ein Gesetz, was sich richtig gut etabliert hat, weil wir da einfach auch nochmal die großen Energieverbraucher unter die Lupe nehmen konnten. Und im Rahmen meiner Beratung sind wir die dann mal durchgegangen. Und ganz oft war das Problem, was du auch sagtest, Heizkurve nicht richtig eingestellt, Hausmeister nicht richtig informiert, verschiedene Technologien kommen zum Einsatz, keiner traut sich ran. Und das Ziel war, und das ist auch das Schöne, dass wir jetzt Personen in den Kommunen zum Teil eingestellt haben, zum anderen aber auch Beauftragten definiert haben, die sich dem Thema Energiemanagement in der Verwaltung eben jetzt widmen. Für mich ein wahnsinnig großes Potenzial, Energie einfach einzusparen. Und man merkt in den Kommunen, die Prozesse laufen einfach ein bisschen langsamer. Die Menschen aus dem Hochbau, auch wenn sie jetzt neue Liegenschaften planen, die machen das nach Schema F, wie sie es gelernt haben. Nicht mehr als muss und am besten auch schon so, wie es war. Und da ist die Bereitschaft auch der Veränderung, aber die brauchen Zugang zu den Informationen und sie brauchen auch von der Verwaltungsleitung den Rückhalt, auch diese Wege gehen zu dürfen. Deswegen und darf ich ganz kurz noch was nachfragen, weil du sagst, also das eine ist ja, dass man ein Energiemanagement aufsetzt, dass man es analysiert. Ich habe dann auch mal das Gefühl, es wird auch verstanden und dann gibt es die Liste mit den Maßnahmen und dann wird es schwierig, dann wird es steinig, dass diese Maßnahmen auch wirklich umgesetzt werden. Wird das bei euch, also werden die umgesetzt und wie lange dauert das denn ungefähr? Du sagst schon, es dauert lange, aber so von Analyse zu Umsetzung, Erfolg, Verbrauch reduziert. Also erfahrungsgemäß läuft es nicht ohne irgendwie Anschub. Also wir brauchen schon in den Kommunen jemanden, der wirklich dafür verantwortlich ist. Es gibt ja auch die Bundesförderung für den Energiemanagementbeauftragten oder auch für den Klimaschutzmanager. Das war tatsächlich auch meine Aufgabe in Buxtehude. Da muss ein Kümmerer her. Die Verwaltungsmitarbeiter an sich machen das in den seltensten Fällen von sich aus. Und einer, der da wirklich auch dahinter ist und der das auch in die übergeordnete Strategie der Stadt mit einbettet und auch wirklich dem Gemeinderat am besten jährlich einen Bericht vorlegt und dann am besten in der letzten Gemeinderatssitzung dann auch nochmal vorliest, wie viel Einsparungen eben diese eine Maßnahme bringt und gemacht wird. Auch das wird ja auch in den Haushaltsplanberatungen häufig gar nicht debattiert, wenn es darum geht, neue Gelder für Sanierungen klarzumachen. Und das sind eben diese Hebel oder diese Automatismen, die in der Verwaltung auch eben für Neubauprojekte oder Bestandssanierungen sinnvoll sind. Und wie viele Kommunen berätst du da so, also um mal eine Größenordnung zu bekommen? Also ich bin an der Grenze, ich mache das noch alleine nebenher. Ich habe ja insgesamt 7 Kommunen, einen Landkreis. Und das sind meistens so 20 Beratertage,
pro Beratung und genau. Und was würde das bei euch beschleunigen? Was wären denn auch dort Hebel, wenn man sagt, ich weiß gar nicht, wie viele Kommunen gibt es in Deutschland? Es sind viele, über 1000 noch mehr. Wie meinst mehr. Du jetzt? Was ja, dass noch mehr, also dass es noch mal, dass es dich einfach noch mal 100 Mal gibt oder dass du noch mehr Kommunen beraten könntest, weil Dinge digitalisiert werden oder wie können wir das noch beschleunigen? Man darf nicht vergessen, ich bin ja immer noch bei einem Energieversorger, der ja eigentlich Interesse hat, auch Energie zu verkaufen. aber die Über das sprechen wir wann anders. Aber das ist ja auch, wir als Energieversorger, wir diversifizieren uns ja auch wahnsinnig, weil wir ja auch Teil der Energiewende sind. Wir investieren in ganz viele verschiedene Geschäftsmodelle und eines der Geschäftsmodelle ist eben auch die Beratung der Kommunen und da ist das, was der Carsten auch gesagt hat, essentiell das Vertrauen zu gewinnen. Diese Beratung bei den Kommunen hilft wahnsinnig auch für andere Projekte, also diese Synergieeffekte, die sind wirklich enorm groß, weil wir natürlich auch merken, zum Beispiel im Rahmen von Quartiersversorgungen oder im Bereich von Neubaugebieten, das sind wir als Energieversorger auch wieder gefragt. Also macht das natürlich auch aus strategischer Sicht Sinn. Und von dem her, glaube ich, wäre das eine gute Aufgabe auch für andere Energieversorger, hier Kapazitäten bereitzustellen, insbesondere natürlich für die kleinen Stadtwerke, die eben auch einen ziemlich nahen oder ein gutes Verhältnis zu den kleinen Kommunen haben. Weil wir haben ganz oft auch die Herausforderung, dass Kommunen zwischen 5 und 10 oder 15.000 Einwohner gar kein eigenes Stadtwerk haben. Die bräuchten aber tatsächlich Unterstützung bei der Energiewende in allen Bereichen, sei es bei Freiflächen-PV-Anlagen oder eben auch bei der klassischen Energieversorgung. Und da ist es, glaube ich, sowas relativ, oder könnte ich mir vorstellen, dass das hilfreich ist. Ja, super. Also ich hab jetzt schon jetzt total viel gelernt und ganz viel Inspiration mitbekommen, was man so in seiner eigenen Arbeit vielleicht auch nochmal überdenken kann. Ich würde jetzt aber gerne nochmal die Runde öffnen an das Publikum. Ihr habt alle ganz brav zugehört und es sind nur ganz wenige aufgestanden und heimlich rausgegangen. Das finde ich toll. Und es haben auch nicht alle nur auf dem Handy rumgetippt. Das habe ich beobachtet hier von meinem Platz. Das ist auch gut. Also deswegen, wer möchte eine Frage stellen an Feuer frei? Hast du, das ist das Mikrofon, darf ich dir das geben? Das ist sehr nett. Also, das ist eine gute Chance. Noch seid ihr alle da. Ich weiß nicht, wie lange ihr noch heute da bleiben könnt. Gibt es Fragen von eurer Seite? Anmerkungen, Kommentare? Ja, da hinten. Werner Niklasch, ich habe ein Ingenieurbüro für thermische Energieeffizienz und ich wollte mal fragen, es gab ja vor einiger Zeit diese Kampagne Deutschland macht's effizient. Wie ist aus eurer Sicht die Einschätzung, macht es Sinn, nochmal mit so einer großen bundesweiten gemeinsamen Kampagne positive Stimmung für Energieeffizienz und damit die Energiewende zu machen, aus eurer unterschiedlichen Sicht? Oder sollte da lieber die verschiedenen Aktivitäten jeder für sich auf seine eigene Zielgruppe nur zuschneiden? Also fangen wieder so vielleicht mit dem Blick von außen an. Grundsätzlich ist an solchen Kampagnen ja überhaupt nichts falsch. Ich glaube, wir haben nur die Herausforderung, dass wir in der Energiewende eh schon wahnsinnig politisiert diskutieren. Also es findet ganz, ganz wenig Diskussion quasi auf großer Ebene statt, die rein faktenbasiert ist, sondern es sind die Grünen und die sind schuld und das. Ne? Also das macht es dann auch, ich merke das auch bei vielen Energieunternehmen, mit denen ich gerade spreche, dass es wirklich eine Herausforderung ist, jetzt mit dem, man hat sich auch auf was eingestellt, wie Veränderung stattfinden soll. Gleichzeitig schwenkt die Bevölkerung aber ein Stück zurück und man merkt, wie Politik darauf reagiert. Und man steht so als Unternehmer so ein bisschen da und denkt so, okay, aber welchen Support habe ich eigentlich noch? Und ich glaube, also mir hat das ganz, ganz viel Mut gegeben, was ich hier aus dem Konkreten gehört habe, wie man konkret Menschen abholt durch das, wie lohnt es sich für mich persönlich? Oder auch, wie ich als Unternehmen auf Menschen zugehe und erkläre, wir machen das nicht aus, ich wiederhole jetzt mal das Wort Gutmenschentum, sondern wir machen das, weil wir wirtschaftlich dran glauben, weil wir Arbeitsplätze halten wollen und weil wir dort ein Geschäftsmodell sehen. Ich glaube, über diesen ökonomischen Gedanken trifft man die Menschen gerade eher und wenn das dann in einer Kampagne mündet, dann ist das gut, aber ich glaube, diese Kampagne kann immer nur ein Teil dessen sein, was wir tun und sie darf nicht zu blumig sein, wäre meine aktuelle Einschätzung.
Noch weitere Ergänzungen? Hier? Ja, ich würde da, also gegen irgendwie Kampagnen mit guter Motivation ist natürlich nie was zu sagen, aber wenn ich das Wort missbrauchen darf, Carsten, ich glaube, bei den Immobilienfinanzierern haben wir noch einen schlafenden Riesen, der Multiplikator werden kann. Weil so ziemlich alle Häuser sind finanziert. Ja, das heißt, die Banken kennen genau den Zustand der Gebäude, sie kennen die Kunden. Und da kommt das nächste Wort, das ist ein gewisses Vertrauen, weil wir quasi glaubwürdig, ich sag mal, technologieneutral auftreten können. Und ich glaube, dieses Potenzial wird viel zu wenig genutzt. Ja, wenn ich auch irgendwie mit politischen Akteuren im Gespräch bin, heißt mir ja, wir rollen alles über die KfW aus. Nichts gegen die KfW, aber die hat keine Endkunden. Und die kann in diese Multiplikatorenrolle nicht reingehen. Wenn wir die Fördermittel so ausrollen, dass es für die Bankberater spannend ist, mit dem Kunden in Dialog zu kommen. Und dann muss es verbunden werden können mit den eigenen Produkten. Dann werden die das tun. Und dann sind wir halt genau bei diesem ein Bankberater, 1000 Kunden, 1000 Bankberater, 1 Million Kunden. Ja? Also damit können wir eigentlich fast alle Menschen in Deutschland erreichen. Und wie gesagt, Potenzial hier ganz unpolitisch mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Okay, hier vorne ist Matthias. Vielen Dank. Ergänzend noch dazu. Es gibt tatsächlich eine Kampagne, die nennt sich 18 Millionen Menschen für Energieeffizienz, aber keine kennt ihr anscheinend. Das ist fatal. Da wird viel Geld aufgewendet von dem Bundeswirtschaftsministerium und keiner kennt diese Kampagne, die kommt einfach nicht an. Ich denke auch, Kampagnen sind, ne, wir haben es schon gehört, sind nichts Verkehrtes. Ich habe noch einen wunderschönen Aufkleber aus den 70er oder 80er Jahren. Ich bin Energiesparer auf meinem Laptop, das ich jetzt im Moment benutze, weil der so wunderschön ist. Also das kann schon schön sein, so eine Kampagne. Aber es geht komplett an dem vorbei, was wir brauchen. Wir brauchen konkrete Ideen. Und die liefern Kampagnen in der Regel nicht. Kampagnen versuchen zu motivieren, aber ohne eine konkrete Idee zu liefern. Und die konkreten Ideen, da gibt es eine Menge davon. Und viele von denen sind unbekannt. Das ist auch der Grund, warum energetische Maßnahmen so ein schlechtes Image haben. Die werden ja immer sofort verbunden mit, hohe Kosten. Und es gibt aber eine ganze Reihe, ein Riesenpotpourri an sehr gering investiven Maßnahmen. Und interessanterweise sind die kaum bekannt. Also wir müssten es schaffen, eigentlich diese gering investiven Maßnahmen, diese sogenannten low-hanging fruits, viel stärker in den Fokus zu rücken, dann könnten wir vielleicht auch das schlechte Image von den Maßnahmen, energetischen Maßnahmen insgesamt deutlich verbessern. Konkret, wer dazu was wissen will, kann gerne nachher nochmal zu mir kommen. Da ist noch eine Frage. Richard Lucht von Thermondo. Tanja, du hast erlaubt, auch Kommentare zu machen, dementsprechend erlaube ich mir das. Thermondo ist der größte Wärmepumpeninstallateur in Deutschland. Wir haben letztes Jahr über 3500 Wärmepumpen installiert und wir sind jede Woche bei Tausenden von Hausbesitzern zu Hause. Also zum Thema Vertrauen gewinnen, genau das machen wir am Küchentisch. Corona ist vorbei, wir haben also die Möglichkeit, genau das zu tun und erleben das also jeden Tag hundertfach. Und möchte ich das bestätigen, was eigentlich Sie alle gesagt haben. Also erstens, Vertrauen ist zentral. Zweitens, dieses 1-zu-1-Gespräch ist wahnsinnig wichtig. Und drittens, das, was Sie oder du, Sabine, vorhin gesagt hast, diese Aufteilung in diese drei Kundengruppen macht total Sinn, sehen wir auch ganz genauso. Und am Ende des Tages hat auch mal jemand von der Verbraucherzentrale gesagt, wird die Entscheidung zwischen Daumen und Zeigefinger getroffen. Also das Geld ist entscheidend. Und deswegen ist mein Petitum oder meine Aussage, wir müssen dafür sorgen, dass wir die Elektrifizierung im Einfamilienhaus zum Business Case machen. Also wir müssen dahin kommen, dass die Menschen verstehen, also wirklich verstehen, wie man von der nicht oder von der fossilen Heizung zur Wärmepumpe kommt, wie sie vom Verbrenner zum E-Auto kommen und was sie daran sparen können. Und das müssen wir möglich machen. Und wenn wir da zusammenarbeiten, dann glaube ich, funktioniert das. Danke für den Kommentar. Gibt es denn noch Fragen, noch weitere Anmerkungen? Ja, hier gehen die Hände hoch. Jetzt ist hier nochmal richtig Schwung in der Bude. Da, vorne, genau.
Ja, vielen Dank. Matthias Weiland, Fachgebiet Energieeffizienz am Umweltbundesamt. Ich habe eine Frage in Richtung Frau Decker vor allem. Und zwar, wir sind ja heute eingestiegen hier mit positiven Nachrichten und ich finde, gerade auch im medialen Bereich Energiesparen, Energieeffizienz gelingt es ja oder kommt es tatsächlich ja noch selten vor. Wir hatten, denke ich, auch im Rahmen der sogenannten Energiekrise, kam ja heute Morgen auch, ich glaube, Stefan Wenzel hat das ja auch breit ausgeführt, den Punkt, dass uns die Energieeffizienz und die Suffizienz auch ein Stück weit durch die ersten Winter der Energiekrise auch geführt haben, auch so ein Stück weit gerettet haben. Wir haben viele tolle neue Maßnahmen auch gehabt im Rahmen der Kurz- und Mittelfristverordnung, aber auch die kollektive Stimmung in der Bevölkerung und so weiter und so fort. Also wir haben da ganz viel neuen Momentum erlebt, den wir lange Jahre nicht mehr hatten und ist gleichzeitig wahnsinnig schnell auch wieder in Vergessenheit geraten, erschreckend schnell. Und da die Frage so ein bisschen auch in Richtung Sie als Journalistin auch, inwieweit es vielleicht gegangen, wo Sie Möglichkeiten sehen, doch nochmal auch da positiv dran anzuknüpfen, um einfach auch diese positive Geschichte zu erzählen, dass uns Effizienz eben auch jenseits der konkreten Maßnahmen auch einfach gesellschaftlich wahnsinnig geholfen hat. Hm. Genau, vielleicht haben Sie da nochmal Ideen, das wäre schön. Ja, danke für die Frage. Ja, ich habe mich das auch so ein bisschen gefragt in der Vorbereitung. Ich glaube, das ganz große Momentum, was du angesprochen hattest, war 2019, ne? Nachdem wir 2018 war, glaube ich, dieser Sommer, wo es wahnsinnig heiß war und wahnsinnig wenig geregnet hat. Die Leute haben auf einmal gesehen, Mensch, diese Dürre, die betrifft mich auch selbst. Dann kam irgendwie 2019 Fridays for Future auf, die ganz großen Klimademonstrationen und die haben dann zu diesem Momentum geführt, in dessen Folge auch das Klimaschutzgesetz dann beschlossen wurde. Ich glaube, was wir in der Folge gesehen haben, sind viele gesellschaftliche Schocks, kann vielleicht Janina auch noch was zu sagen, aber da war zum einen die Corona-Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine ging los, der führte zu einer Inflation, verbunden mit einem Kaufkraftverlust der Menschen, dann kam der Krieg in Israel und du hattest so ein bisschen eben die Veränderungsmüdigkeit angesprochen. Was Klimapolitik natürlich macht, ist eigentlich genau in diese Kerbe zu schlagen und aktiv Veränderungen herbeizuführen, ne? Also die Menschen haben keine Lust mehr auf Veränderungen, aber dann kommt die Klimapolitik und sagt, wir müssen noch mehr verändern. Das ist für mich persönlich nicht so wahnsinnig überraschend, dass das nicht auch so wahnsinnig viel Gegenliebe erzeugt. Die Frage ist so ein bisschen, wie kann man dieses Momentum wieder erzeugen? Ich weiß nicht, ob jemand hier in der Runde da noch eine gute Idee hat. Ich muss sagen, ich bin keine PR-Beraterin für Klimaschutz. Ja, ich kann sozusagen beobachten, was wir gesellschaftlich sehen. Ich glaube, was 2019 schon sehr geholfen hat, ist einfach sozusagen gesellschaftlicher Druck auf die Politik, ja, und eine wahnsinnige Aufmerksamkeit für das Thema. Also ich glaube, eine Herausforderung, die wir wirklich an der Stelle haben, ist, dass ein Zielbild fehlt, wo wir eigentlich als Gesellschaft landen wollen. Ein Zielbild, was die Menschen in der Breite hören und verstehen und nachvollziehen können. Also ich glaube, das ist auch was, wo man dann, das kommt die Blöde, also jetzt als Unternehmerin muss man sich immer so ein bisschen zurückhalten, also wenn man so eine Politikkeule, aber das ist auch was die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land wirklich wahnsinnig kritisieren, dass politisch wenig kommuniziert wird. Also die Menschen spüren ganz genau, dass Veränderungen stattfinden, also dann bis hin zu geringerer Kaufkraft. Wirklich, sie merken, dass ihnen Geld aus dem Portemonnaie rausgeht und sie wissen, dass Veränderung weitergeht, also dass das nicht morgen aufhört. Nur es wird nicht offen drüber gesprochen. Und das ist, glaube ich, ein Problem, dass sich das politisch nicht rentiert, offen zu sprechen und zu sagen, als Unternehmerin würde ich immer sagen, ich stelle mich in schwierigen Zeiten vor mein Team, sage so, Leute, ich weiß auch nicht, wie das in 3 Jahren aussieht, aber wir haben nur eine Chance und die ist am Ziel arbeiten. Und das bitte machen wir jetzt gemeinsam. Aber es scheint ja einen Grund dafür zu geben, weshalb Olaf Scholz das beispielsweise nicht macht aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger. Und ich glaube, dadurch führt es auch dazu, dass es auf einzelne politische Stakeholder zu stark fokussiert wird, das Thema der Energiewende. Und es wird nicht als ein gesamtgesellschaftlicher Wunsch wahrgenommen, sondern es ist ein Thema, was man den Grünen zuschreibt oder dem Habeck. Und das, also dieses Spaltungsthema da an der Stelle aufzulösen, ich glaube, das ist wirklich was, wo jeder Einzelne, der auf dem Panel sitzt und auch du, wirklich was beiträgt und auch jedes
jedes, also jedes Unternehmen hier auch, was hier im Publikum sitzt, indem man wirklich die über den eigenen Effort spricht, den eigenen Grund, weshalb man was verändert. Also ich finde das Thermondo-Beispiel ist großartig, ja? Also wirklich auch als neues Technologieunternehmen sich da reinzusetzen in den Markt und wirklich für eine haptische Veränderung zu sorgen, die irgendwie auch noch auf das große Ganze und schöne Gute einzahlt, finde ich großartig. Aber ich glaube, da sind wir alle ein bisschen gefragt, weil Politik scheint mir da momentan sehr überfordert zu sein. Janina, das war doch eine schöne Botschaft, das war schon die Schlussbotschaft. Die Zeit ist hier nämlich rasant vorangeschritten und unser Panel geht leider zu Ende, aber auf keinen Fall die Diskussion. Und es sind eine Menge an Stichworten gefallen und ich denke auch nochmal so dieser Gedanke, dass es nicht dieses eine große Gesamtbild vielleicht aktuell gibt, was von einer Person, von einem Akteur transportiert wird und alle sagen ja, sondern jeder von uns in seiner Rolle arbeitet eigentlich daran, an diesem Zukunftsbild und an der Selbstwirksamkeit der Kunden, dass die merken, ich kann auch einen kleinen Beitrag in einer doch sehr unüberschaubaren Welt leisten und vielleicht gibt es Modelle, davon bin ich auch persönlich sehr überzeugt, wie kann ich noch teilhaben an der Energiewende, also das Thema finanzielle Beteiligung oder andere, wo ich etwas, was jetzt außerhalb meiner vier Wände ist, auch noch mitgestalte. Also wir haben ganz viel Inspiration bekommen, also ich spreche jetzt für euch einfach mal mit, also ich habe Inspiration bekommen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen hier bleiben und dann würde ich jetzt offiziell dieses Panel für beendet erklären. Vielen Dank.